Können Sie sich an irgendwas erinnern, was ganz grauenhaft gerochen hat? Was Sie gar nicht riechen können? Ich überlege gerade. Also, wenn irgendwas sehr, sehr extrem verbrannt riecht, das finde ich dann schon fies. Aber das passiert mir in der Küche natürlich nicht, weil ich eine super Köchin bin. Schon mal irgendwas bei einem Menschen aufgefallen, wo sie gesagt haben, oh, wie mief der denn? Es gibt ja diesen Satz, den kann ich nicht riechen. Also der Satz, den kann ich nicht riechen, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt wirklich einfach Menschen, die nebenan stehen und man denkt so, irgendwas stimmt da nicht. Und das muss gar nicht sein, dass der schlecht riecht. Es ist einfach nur die Zusammensetzung der Blutgruppe oder die Blutgruppe an sich. Es ist tatsächlich so, dass man auch nur bestimmte Partner sich aussucht. Wahrscheinlich auch so, die in der eigenen Blutkonstellation fehlen. Also ich glaube, man sucht sich sein Gegenstück im Leben aus. Und deswegen kann ich meinen Partner wahrscheinlich gut riechen. Da habe ich ja direkt am Anfang gesagt, hey, da haben wir die Erklärung.